habe sogar ein bisschen Teig. Teig? Und für was ist der Teig? Für Brötchen. Mhm, genau. Und die darf ich jetzt halt anfassen. Kalt und hart. Macht ihr da heute im Kindergarten Plätzchen? Ja. Und super. Mit Apple weißt du und Sky. Paw Patrol Pocket Tuba, gell? Ja. Lecker. Guten Morgen. Ach, das Licht ist leider etwas schlecht hier im Bad, aber ich wollte euch mal wieder meine Make-up-Routine zeigen. Da haben von ein paar Monaten ein paar von euch danach gefragt. Zum Ersten möchte ich euch aber was sagen zur Foundation. Also entweder ich nehme diese getönte Tagescreme von Bare Minerals oder mein neuer Liebling ist das Make-up von Catrice. Und das ist der Hammer. Also wirklich... Ich hätte es nicht gedacht, dass die so gut ist. Das Problem ist nur, dass immer um die Weihnachtszeit fällt mir halt auf, wie lange ich die Sachen schon habe. Und das hier habe ich, glaube ich, letztes Jahr von meinem Bruder entweder zum Geburtstag oder zu Weihnachten bekommen. Und ja, wenn das dann ein Jahr offen ist und man ständig mir die Finger dahin krapscht und so, dann finde ich, sollte man es doch mal leer machen. Also auch ein Grund, warum ich gerade keine Videos gemacht habe, bis auf das, dass ich es natürlich gar nicht bearbeiten hätte können, war auch meine Arbeit. Also ich habe ja im April dann neu angefangen und es war jetzt schon eine sehr stressige Zeit. Es war ein ganz, ganz großer Wechsel, als ich angefangen habe. Also, es wird eine lange Story. Ich kam für eine, die in der Probezeit gekündigt hat, die wiederum für eine kam, die schwanger ist oder schwanger war und schon nach 8 Wochen oder so sich krank schreiben ließ. Und genau, die war dann für den Rest der Schwangerschaft krankgeschrieben. Dann kam ich. Soweit war mein Stand. Ich hatte im April meinen ersten Arbeitstag und am zweiten Tag hieß es dann schon, die Dame von der Anmeldung hat auch gekündigt. Die ist nur noch 3 Wochen da, aber für die hat sie dann eine neue eingestellt, die aber nur Sekretärin ist und die quasi nicht im Zimmer mitläuft. Eine Woche später kam dann die andere Arzthelferin und meinte, ja, sie hat auch gekündigt. Yay! Das war dann diejenige, die mich eingelernt hat. Und für die kam dann eine Sekretärin, die gerne Arzthelferin sein wollte. Genau. Und zwischendurch im Februar vor mir kam dann auch noch ein Lehrling, die von ihrer ersten Lehrlingsstelle gekündigt wurde. Die hatten alle 3 Monate Kündigungsfrist, die eine an der Anmeldung, die hatte nur noch 2 Wochen oder so. Also das war diejenige, die die Quartalsabrechnung macht, die ganzen Fehlerlisten und die normale Abrechnung auch. Und ich sollte das übernehmen und sie sollte mir das zeigen. Okay, dann war es Montag. Und wir hatten keine Zeit mehr, da meinte sie, ja, okay, kein Problem, sie zeigt es mir dann am Donnerstag. Ja, Donnerstag und Freitag war sie dann krank. Ich dachte mir dann, okay, macht nichts, weil die andere Arzthelferin, die ja auch schon länger dort arbeitet, ist ja auch noch da. Und die kann mir das auch zeigen. Die meinte dann, Melli, mach dir keinen Stress, wir machen das dann zusammen. Und wir haben ja noch ein bisschen Zeit bis dahin, okay. Das Problem war dann, dass ich schon Urlaub oder... Tom und ich, wir hatten schon Urlaub gebucht vorher und wir sind die ersten 2 Maiwochen in Urlaub. Die Praxis hatte aber die letzte Maiwoche zu. Und dann kam ich aus dem Urlaub zurück. Dann haben wir noch einen Tag zusammen gearbeitet. Dann gingen die in Urlaub und kamen nie wieder zurück. Es kam dann eine Krankmeldung und sie kam nicht mehr. Also musste ich dann die Quartalsabrechnung selber machen. Stunden dafür gebraucht. Ich meine, ich habe das früher schon gemacht, aber das ist schon 10 Jahre her. Ja, und dazwischen drin nie mehr irgendwas mit Abrechnungen zu tun gehabt, mit der Quartalsabrechnung zumindest nicht. Und das war dann schon etwas Hardcore. So, ich nehme noch mein Concealer. Ich habe, man kann es nicht mehr lesen. Ich habe immer den von Maybelline, ich
in der Farbe 10. Naja, das fand ich dann nicht so lustig. Und dann hat die Dame die Sekretärin an der Anmeldung gekündigt. Auch noch in ihrer Probezeit. Und dann hat die Sekretärin, die aber Arzthelferin sein wollte, gleich gemeint, ja, das Arzthelferin, das liegt ihr sowieso nicht so und im Zimmer möchte sie nicht mehr mitlaufen und entweder sie kündigt oder sie geht an die Anmeldung. Ja, und die ist jetzt an der Anmeldung und dann bin ich da und der Lehrling. Also, ihr seht hier, glaube ich, gar nichts. Ihr seht hier, dass ich komplett orange bin durch dieses Licht da oben. Ach, klar. Klar, natürlich, jetzt habe ich nach oben geguckt. Und ich denke mir, das gehört einfach zu meinem Leben dazu, dass ich immer wieder in einem Scheißjob durchhalten muss, um dann wieder einen guten zu bekommen. So war es nämlich immer. Meine 3 Lehrjahre waren die Hölle. Die sind mit mir umgegangen, das glaubt man nicht. Oder glaubt man schon, also gibt es bestimmt Tausende, denen es so ging. Und ja, nach meiner Lehre habe ich dann die Bombenstelle mit den Bombenkolleginnen bekommen. Und die Lehrzeit ging 3 Jahre und beim neuen Job war ich dann 6 Jahre. Von dem her denke ich mir, ich glaube, das ist, hält sich immer so die Wahl. Also ich kriege immer doppelt so viel Gutes zurück. Und ja, und dann habe ich ja da gekündigt oder wir sind halt nach Konstanz gezogen. Und dann habe ich in Singen gearbeitet für 2 Jahre, was auch wirklich die Hölle war. Da war ich nach einem halben Jahr auch schon so, hey, ich schick mal Bewerbungen los. Und ja, dann habe ich ja den Job in der Schweiz bekommen. Was aber noch mehr die Hölle, also der in der Schweiz im OP war das Schlimmste ever, ever, ever. Ich glaube, so schlimm kann es mich im Leben gar nicht mehr erwischen. Und da habe ich ein Jahr gearbeitet und nach dem Jahr habe ich dann als Sekretärin angefangen und das waren die besten 4 Jahre. Und nach der Elternzeit bin ich ja auch noch ein Jahr hin. Also die besten 5 Jahre ever. Also es war echt eine geile Zeit da dort. Ja, und so denke ich mir, okay, je länger ich jetzt hier durchhalte, desto länger kriege ich den nächsten Job wieder, einen guten Job. Ich hoffe es zumindest. Ich rede mir das zumindest mal ein. So, nur noch irgendwas für die Lippen und dann bin ich schon fertig. Wow, das ging schnell. Ging das schnell? Nee, das ging überhaupt nicht schnell. Also mir kam das jetzt vor, als wären es vielleicht 4 Minuten gewesen. Ja, gefilmt habe ich jetzt 12 Minuten. Okay. Aber für ein Make-up ist es ja auch nicht schlecht, 12 Minuten zu brauchen. Keine Ahnung, ob überhaupt jemand von euch jetzt da mitgekommen ist, ne? Wie viele gekündigt haben, wann wer gekommen ist. Es war ein bisschen viel. Ich bin heute hier, um die Fensterdeko zu machen. Wir haben die ja zu Hause auch, so ähnlich. Also mit dem, man sieht es ja, mit dem Blatt im Hintergrund sieht man eigentlich nicht, was es sein soll. Aber hier kann man es, glaube ich, ganz gut erkennen. Hier liegt nochmal Brotzeit. Ja, immer recht beruhigend, die ganze Zeit zu malen. Ja, ist wie Mandala malen oder so. Aber nach einer Zeit hat man dann irgendwann auch keine Lust mehr. Also beim letzten Mal war ich oben, ich weiß gar nicht, 4 Stunden oder so. Nach 2,5 habe ich mir dann gedacht, okay, es wird jetzt eigentlich reichen. Aber ja, zumindest wenn das Ergebnis dann schön aussieht, da freut man sich ja. Oh, wow. Ich glaube, das kommt gut, wenn es da dunkel ist. Cool. Boah, mir wird es da gleich voll übel. Ich sag's euch. Wieso? Ich zeig's dir mal. Sobald ich es gut habe, zeige ich dir was. Ich weiß das mittlerweile, dass ich das nicht mehr lese. Ich halt. Wow. So, ich habe es geschafft oder wir haben es geschafft, gerade noch rechtzeitig. Wir müssen jetzt dann los und die Katie vom Kindergarten abholen. Der Tom hat Gott sei Dank noch eine Mitarbeiterin organisiert, die mir noch geholfen hat, weil alleine hätte ich das Ganze nicht mehr
geschafft bekommen in der Zeit und ja, bin ich jetzt ganz froh drum. Ich denke, es ist auch ganz gut geworden. Die Kate ist schon vom Kindergarten daheim und von der Musikschule sind wir auch schon fertig. Guck, unser Bus kommt. Ui, Maus, hörst du, was da für ein Lied kommt? Was ist das? Ja. Das haben wir gerade in der Musikschule gesungen, gell? Frisch vom Karussell fahren. Wir gönnen uns jetzt eine Würstelsemmel. Würstelsemmel, gell? Und ich hab nichts mehr. Was hast du nicht? Ich sag es ja nicht. Und ich sag was nicht mehr. Was du machst? Richtig. Ja. Also, ich bin gerade daheim. Gehen wir los? Ja? Du süße Lise, du. Mir ist nämlich kalt. Wir gehen jetzt zum Bus. Ach, ich fand die Kugeln beim letzten Mal schon so schön oder die Figuren. Da musste ich jetzt welche mitnehmen für unseren Baum heuer. Und die passen auch noch so gut. Und ich habe mir auch welche ausgesucht. Ja, genau. Drei. Drei Stück? Ja. Was hast du dir ausgesucht? Eine Ballerine, ein Pferd. Ja. Und ich weiß, Mama. Und die, der Engel mit den Federn haben wir noch genommen. Genau. Da haben wir fünf. Nee, drei. Schön, wenn man nach Hause kommt und es wartet jemand auf einen. Tom ist nämlich schon in die Arbeit. Es wartet noch Wäsche auf mich für heute Abend. Yay. Wir haben übrigens Zuwachs bekommen. Und zwar diesen Wäscheständer hier. Wir haben ja den hier. Und jetzt kam der noch dazu, damit ich noch mehr Wäsche wasche.